Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich zum ersten Video nach der Sommerpause 2020. Ja, ich habe es letztes Jahr an Weihnachten bzw. in den Tagen dazwischen in dieser Videoreihe schon angekündigt. Wir werden heuer nach der Sommerpause was ganz Spezielles spielen und ihr seht es schon, nämlich das hier. Ja, letztes Jahr angedroht, dieses Jahr machen wir es wahr. Nach der Sommerpause spielen wir eine Runde Polar Bowler. Übrigens sind noch, wenn du das Video heute siehst, 101 Tage. Wenn du das Video erst morgen am Dienstag siehst, genau 100 Tage bis Weihnachten. Think about. Gut. Wir haben allerdings ein Problem, wenn ich hier mal auf die Highscores gehe. Ihr seht, das ist wieder komplett leer. Irgendwo sind in dem Dreivierteljahr jetzt die Spieleinstellungen auf der Strecke geblieben. Heißt, wir dürfen nochmal von vorne anfangen. Meine Drohung mache ich trotzdem wahr. Wir klicken einfach mal auf Play Game. Ihr seht hier auch, diese ganzen Charakter sind wieder alle gelockt. Naja, nochmal durchspielen werden wir es nicht. Und auch heuer werden wir zwischen Weihnachten und Silvester mal was anderes spielen. Ja, ich würde sagen, den Kameraden hier benennen wir nochmal um. Wir haben ja nur den. Das gleiche gilt hier auch für die Bahn. Wir können nur hier auf der hier spielen. Egal, ich lasse hier mal beides an und sag einfach mal, los geht's. Wir kriegen gleich am Anfang eine Münze, die nehme ich mit. Habe ich noch eine Schneeflocke dazu bekommen? Scheint so. Ich habe übrigens einfach mal just for fun diese Spielerteile angepasst. Man kann die anpassen, wie sich das mit diesen Effekten hier verhält. Ja, ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Einfach mal die Effektanzahl, die es hier gibt, auf Maximum gestellt. Vielleicht schaffen wir es oder ein Perfect Bowl mit 300. Ausprobieren. Wenn es das ist, ne, ist natürlich schon in gewisser Weise gecheatet, aber hey, wen interessiert es? Aber man sollte auch die gecheateten Effekte mitnehmen. Wenn man die auf der Strecke lässt, dann funktioniert das nie wirklich. Das hier kriege ich doch nie im Leben abgeräumt. Na, fast. Der hätte den hier fast noch mitgenommen. Ja, an der Stelle auch ganz kurz dazwischenbericht zu dem, was ich vor der Sommerpause schon angekündigt hatte mit neuen Videos. Sind natürlich auch schon die ersten vorgedreht, auch gerade die Mittwochsvideos. Und auch, was vielleicht für euch ganz interessant ist, neues Host-System für die virtuellen Maschinen, über die ich die Tutorials drehe. Werdet ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die Videos um einiges flüssiger sind, gerade wenn es darum geht, mal eine Maschine neu zu starten. Von daher, lasst euch einfach mal überraschen. Und wir haben hier im dritten Frame schon 55. Okay, ich glaube, so gut war ich im letzten Jahr insgesamt nicht. Jetzt hätte ich diese Schneeflocke eigentlich gern mitgenommen und fast hätte es auch ohne funktioniert. Also weder Schneeflocke noch Münze mitgenommen. Nicht im Sinne des Erfinders. Aber zumindest schön aufgeräumt. Ja, da freut sich einer. So. Kann ich die Münze mitnehmen? Jo, das sah noch ganz gut aus. Denn wir wissen ja, von den letzten zwei Jahren, wenn ich versucht habe, diese Münze mitzunehmen, ging das in der Regel nach hinten los. Der war gut. Der war richtig gut. Ich hätte auch nicht geglaubt, dass der funktioniert, aber daher umso besser. Na super. Ich wollte Münze und Schneeflocke. Jetzt bekommen wir beim zweiten natürlich keine Effekte mehr, aber komm, fall um. Jawohl. Brauchen wir auch gar nicht. Wir schaffen es doch ohne Schneeflocke. Auch wenn mir ein Strike lieber gewesen wäre. Egal. Münze und Bombe. Die Münze kriege ich, die Bombe nicht. Dann jetzt versuchen, einigermaßen was zu treffen. Jo. Wir haben einen Bonus von 110. Nur den Bonus. Soweit bin ich die letzten Jahre gar nicht gekommen. Also ich glaube, die erhöhte Spawnrate von diesen Effekten hier bringt schon ein bisschen was. Na super. Eigentlich wollte ich alle drei. Jetzt ist hier nur einer geblieben. Klasse. Wäre auch so schön, wenn das hier mal funktionieren würde. So. Sind im vorletzten Frame. Ich würde hier ganz, ganz genau zwischenkommen. Münze und danach daneben. Klasse. Wir haben unten so gut angefangen. Und jetzt dann so vergeigt. Okay, jetzt sind wir. Letzte Chance. Schaffen wir vielleicht noch die 150? Wir probieren es aus. Probiere ich die Münze? Probiere sie vorsichtig.
Okay, hätte schlimmer werden können. So schaffen wir aber definitiv die 150. Ah, da steht noch mal eine. Ich muss irgendwie so hier so zwischen rein. Da ist die Bombe. Jo. Dann können wir alle mitnehmen. Und jetzt zum Abschluss noch irgendwas Ordentliches. Okay, leider komplett ohne Power-Up. Jo. So kann man eine Runde beenden. Ja, New Lane unlocked. Die werden wir jetzt aber nicht spielen. 283, okay. Cool. Ja, jetzt stehen wir hier wieder ganz oben. Alles andere ist noch empty. Heißt, theoretisch könnte man das noch spielen. Werden wir aber zumindest dieses Jahr definitiv nicht. Ich gehe hier mal raus. Und mit unserem Freund hier im Schnee verabschiede ich mich von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.